berichte hier von Spielen Spaß im Rathaus. Heute ist der 5. und letzte Tag. Wie auch die Tage davor haben wir viele spannende Beiträge für euch vorbereitet. Ich schaue mir das mal jetzt genauer an. Bis später! Ach, herrlich! Die Sonne scheint und wir haben frei. Es ist so heiß. Ein bisschen Schatten schadet nicht. Drum sitzen wir hier im Ferienspiel im Schatten. Aber wie sieht eigentlich sonst ein perfekter Ferientag aus? Das zeigen wir euch jetzt. Los geht's! Wir spielen gern zusammen, aber am liebsten Tennis. Ich bin am liebsten im Tenniscamp. Dort können wir den ganzen Tag Tennis spielen. Und manchmal können wir am Abend auch schwimmen gehen. Und wir spielen auch manchmal mit unseren Freunden Tennisvolleyball. An meinem besten Ferientag schwimme ich in der Donau. Schwimmen, das mache ich auch gern, am liebsten in der Donau. Und ansonsten bin ich auch sehr aktiv, ich tanze Hip-Hop. Das war unser perfekter Ferientag. Tschüss! Neben mir steht Holly. Geht's dir gut, Holly? Freust du dich, hier zu sein? Holly, kommst du nächstes Jahr wieder? Das ist aber toll. Tschüss, danke, Holly! Ich zeige euch heute im Film, wie man Zeitungen macht. Hier hinter mir seht ihr, es sind schon sehr viele Zeitungsartikel entstanden. Um eine Zeitung zu machen, braucht man Stift, Bilder und Informationen. Dazu zeige ich euch jetzt mehr. Informationen erhält man, wenn man ein Reporter ist draußen. Dazu spricht man mit Leuten oder schaut bei Ereignissen zu. Bilder macht man mit Fotokameras. Mit einem Stift und Papier schreibt man Informationen auf, damit man sie nicht vergisst. Heute fügt man am Computer Fotos und Informationen zusammen. Früher hat man es sogar ohne Computer gemacht. Wenn die Zeitung fertig ist, wird sie noch ausgedruckt. Mit einem Drucker wird die Zeitung gedruckt. Viele Zeitungen gibt's auch im Internet. Wie unser Rathausreport. Mit der Zeitung kann man sich informieren und neue spannende Dinge lernen. Zeitungen sind viel Arbeit, aber wichtig für uns, weil wir so mehr wissen können über das Leben. Für dieses Thema haben wir Heinz befragt. Er kennt sich sehr gut mit Zeitungen aus. Was darf man auf keinen Fall bei Zeitungen vergessen? Ja, es gibt ziemlich viel, was man nicht vergessen darf oder sollte. Erstens sollten die Dinge, über die du schreibst oder wer auch immer schreibt, wahr sein, überprüft sein. Es sollten die, die es lesen, wissen, wann, was, wo vorgefallen ist oder sich ereignet hat. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch mal den Rathausreport an. Hallo, wann wurden Sie gewählt? Ich wurde als Vizebürgermeister von Wien 2020 gewählt. Das sind jetzt 20 Monate, dass ich Vizebürgermeister von Wien sein darf. Und das allererste Mal gewählt wurde ich als Schulsprecher in der 7. Klasse. Da habe ich kandidiert in der Schule gegen zwei andere Kandidaten, habe gewonnen und habe dann zum Beispiel in meiner Schule die Schuljause eingeführt. Da gab es sowas nicht. Und es gab es auch so ein Getränk. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag von einem Vizebürgermeister aus? Ich stehe auf, tue jeden Tag frühstücken, das ist mir wichtig.
Und dann beginnt mein Tag jeden Tag um 8.30 Uhr. Und ich habe eigentlich jeden Tag von früh 8.30 Uhr bis am Abend Termine. Das heißt zum Beispiel heute war ich bei einer Schule, die eröffnet worden ist. Jetzt bin ich mit euch, was super ist oder was mir zumindest Spaß macht. Dann darf ich, glaube ich, mit euch runtergehen und Preise verleihen. Ja. Und dann habe ich andere Termine hier im Büro mit meinem Team, um Sachen zu besprechen. Ich bin nicht nur für die Schulen, sondern auch für die Kindergärten zuständig. Und es war eine gute Frage, es gibt ein eigenes Amt, das heißt in Wien Magistratsabteilung. Wir haben eine Magistratsabteilung 10, die ist zuständig für alle städtischen Kindergärten. Und wir haben eine Magistratsabteilung 11, die ist zuständig für die Kontrolle der Kindergärten. Das Ferienspiel feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Zur Feier wurden beim Ferienspiel ganz viele Trötentiere gebastelt. Dazu gab es auch ein Gewinnspiel. Alle, die ein Trötentier gebastelt haben, konnten bei diesem Gewinnspiel mitmachen. Aus allen Einsendungen werden hier später die Gewinner und die Gewinnerinnen gezogen. Kinder haben ein Recht auf Mitbestimmung. Warum das so ist, erkläre ich euch jetzt. Kinder haben eigene Meinungen und die dürfen anders sein als von den Eltern. Uns schmecken auch unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel meine Eltern mögen Sushi und ich mag das nicht so. Da uns unterschiedliche Dinge schmecken, finde ich es wichtig, dass Kinder mitreden dürfen, was es zum Essen gibt. Es gibt auch andere Dinge, wo ich zu Hause mitentscheiden darf. Zum Beispiel, wo es in den Urlaub hingeht. Ich darf auch mitbestimmen, was ich in meiner Freizeit mache. Zum Beispiel lese ich gern. Ich turne und bewege mich sehr gerne. Ich weiß am besten, was ich in meiner Freizeit gerne mache, deswegen sollte ich das auch entscheiden dürfen. Ich darf auch in der Schule mitbestimmen. Zum Beispiel haben wir gemeinsam entschieden, wer Klassensprecher und Klassensprecherin wird. Kinder können also auch schon ganz viel mitentscheiden. Ich finde es wichtig, dass Kinder mitentscheiden dürfen, weil unsere Meinungen sind genauso wichtig. Wir sind die Zukunft und werden auch in der Zukunft viele wichtige Entscheidungen treffen. Also hört uns zu und lasst uns mitbestimmen. Das war's von mir. Tschüss! Heute schon wieder der letzte Tag im Spiel und Spaß im Rathaus. Mir hat es sehr gut gefallen. Euch auch? Hoffentlich schaut ihr wieder nächstes Jahr vorbei bei diesem coolen Event. Bis dann in einem Jahr. Tschüss!